Der Nektarvogel und der Webervogel. In der Dorfschule, im Torf- und Siedlungsmuseum in Wiesmoor trägt uns Lore Giesenwieche in der gemütlichen Schule das Märchen vom Nektarvogel und dem Webervogel vor. Ein Gefühl wie im Märchen. Freut euch an diesem schönen, live vorgetragenen Märchen. Alles Liebe, deine Ani. Afrika, in Südamerika, denke ich, heißen die... Das sind Kolibris. Kolibris, ja, genau. Aber eben mit diesem langen Schnabel, so. Ja, ich habe gleich wieder Platz und Platz einfach bei mir. Der Webervogel baute ein schönes, kugelrundes Nest. Mit Dach. Gut, gut, rief das Nektarvögelchen, das vorüberschwirrte, rot-golden wie ein Sonnenstrahl. Bau auch, sagte der Webervogel. Aber das Nektarvögelchen lachte, schwirrte vorbei, saugte und schleckte den süßen Honig, freute sich seines Lebens und baute nicht. Aber nun fing es an zu regnen. Zu schütten fing es. Und das Nektarvögelchen ging zum Nest des Webervogels. Ach, lieber Freund, sieh doch nur, wie es schüttet. Das ist ein Wetter. Ich bitte dich, lass mich doch in dein Haus. Ein winziger Winkel genügt mir doch. Warum hast du nicht selbst gebaut? Fragte der Webervogel. Ach, lieber Freund, ich vergaß es, aber ich verspreche dir, gleich morgen früh fange ich auch an und baue mir ein Haus. Na schön, sagte der Webervogel und ließ das Nektarvögelchen in sein Haus. Als das Wetter wieder besser war, da flog das Nektarvögelchen von Blüte zu Blüte, saugte und schleckte den süßen Honig, freute sich seines Lebens und baute nicht. Natürlich fing es irgendwann wieder an zu regnen. Und das Nektarvögelchen ging wieder zum Webervogel. Ach, lieber Freund, sieh doch nur, wie es gießt. Was ist das für ein Wetter? Wir sind gleich fertig. Das ist ein Wetter. Sieh doch nur, wie es gießt. Lass mich in dein Haus. Ein winziger Winkel genügt. Warum hast du nicht selbst gebaut? Fragte der Webervogel sehr streng diesmal. Ach, lieber Freund, ich vergaß es. Aber ich versprich dir, gleich morgen fange ich an, mir ein Haus zu bauen. Na schön, sagte der Webervogel, für diesmal will ich's noch glauben. Und als das Wetter wieder schön war, was meint ihr, hat das Nektarvögelchen angefangen, ein Haus zu bauen? Das kann das ja gar nicht. Das Webervögelchen freute sich seines Lebens, saugte und schleckte den süßen Honig, schwirrte von Blüte zu Blüte, freute sich seines Lebens und baute nicht. Aber als es dann wieder nach Regen aussah, da sagte der Webervogel, na warte, du Faulpelz! Und er schloss sein Haus von innen zu. Und als es jetzt wirklich wieder regnete, und wie, da konnte das Nektarvögelchen bitten und rufen, so kläglich und so viel es wollte, der Webervogel ließ es nicht in sein Haus. Da saß es nun unter dem tropfenden Baum. Es wurde nass, es fror und es glänzte auch nicht mehr rot-golden wie ein Sonnenstrahl. Und als das Wetter wieder besser wurde, da hatte es nicht einmal Lust, von Blüte zu Blüte zu schwirren. Oh nein, diesmal fing es wirklich an, sich ein Haus zu bauen. Mit Dach.
Thank you.